We are starting the session in 3, 2, 1, go. At the moment we have running one civil protection exercise, which is called Iron Ore. We have different teams coming from all over Europe. They are testing the capabilities and the response to disaster. They are performing different activities like search and rescue, severe operations, how to deal with patients or more mass casualties accidents. Hier finden mehrere Katastrophen gleichzeitig statt. Es ist eine Katastrophenübung. Das Szenario ist, dass es ein Erdbeben hier gab. Wir haben Verkehrsunfälle. Im Krankenhaus haben wir ein radioaktives Leck. Es kommen also mehrere Punkte zusammen. There are teams from Germany, there are teams from Slovenia, from Austria, from Hungary. And also in the other side, we have the Driver Plus project, where we are testing different solutions for disaster management. The solutions in the context of the project means like innovative technologies that it can be either software, or it can be a training, for example, or a smartphone applications with a specific features to be used in disasters. Also würde ich vorschlagen, wir fliegen diese B115 entlang und liefern euch mal eine Übersicht. Ja. Das ist jetzt so das Live-Bild einmal, ob die Daten genug sind, ob ihr damit weiterarbeiten könnt. Die Aufgabe des DLRs ist, hier mit unserem Forschungsflugzeug Decode über das Gebiet drüber hinwegzufliegen. Unser Forschungsflugzeug kommt aus Graz, fliegt dann hier durchs Tal. An Bord gibt es ein 3K-Kamerasystem. Mit diesem können wir hochaufgelöste Bilder auch aus großen Höhen machen. In dieser Region sind wir hier ungefähr 3000 Meter hoch geflogen. Und damit haben wir Bilder geschaffen, die so hoch aufgelöst sind, dass man Rettungskräfte am Boden erkennen kann, Opfer oder auch Gebäude sich anschauen kann, die zerstört sind. Ich würde denken, 10 Minuten für die ersten Bilder. Okay. Und dann müssen wir aus flugplanerischer Sicht wegen der Berge gucken, dass wir vielleicht nochmal für einen zweiten Streifen einen anderen Anflug machen. Das macht keinen Sinn. Ja. Wenn wir zu einer Krise gerufen werden, startet das Flugzeug. Wir können aus größeren Distanzen arbeiten. Das Kamerasystem ist im Flugzeug eingebaut. Die Kamera nimmt die Fotos auf. Die werden im Flugzeug vorbearbeitet, vorprozessiert heißt das. Und dann werden sie per Datenlink zum Boden geschickt. Dort kriegen die Observer oder die Leute, die an der Bodenstation sitzen, ein Live-Bild. Und dieses Live-Bild wird dann weiter nachgerechnet, also in der Qualität noch vergrößert, schärfer gemacht und ausgerichtet, sodass daraus dann hinterher ein Kartenprodukt erstellt werden kann. Sollten wir erste Bilder, erste Live-Bilder haben? Okay, dann werden wir sagen, 10 Minuten. Dann nochmal. Der große Vorteil, den ich hier sehe, ist schlicht, wir haben aktuelleres Material und wir können dieses immer und immer wieder aktualisieren. Das heißt, wir können immer exakt dieselben Flight Paths hier auch abfliegen und bekommen über den Lauf der Zeit eine Entwicklung eines sehr großen Gebiets, was mit anderen Flugmitteln so nicht so einfach möglich wäre. Die DO228, unser Forschungsflugzeug, was wir hier eingesetzt haben, fliegt als sogenannter Drohnendemonstrator. Das heißt, sie ist bemannt. Wir haben zwei Piloten und auch eine Crew hinten in der Kabine. Allerdings wird sie während der Mission von der Bodenkontrollstelle aus vollständig gesteuert. Die Missionen werden darüber hochgeladen zum Flugzeug und abgeflogen. Mit anderen Worten, wir haben ein 7-Tonnen Flugzeug oder aber wir haben eine 7-Tonnen Drohne, die wir hier einsetzen können.
Wir haben Antennen hier oben auf dem Berg stehen und die empfangen die Bilder vom Flugzeug, senden sie weiter unten ins Ladecenter und dort werden sie dem Roten Kreuz, den Rettungskräften, wer auch immer diese Bilder dann braucht, für seine weitere Arbeit in Echtzeit zur Verfügung gestellt. Sie können quasi live sehen, was die Rettungskräfte am Boden machen. Es würde mich und uns als Kommando sehr freuen, wenn wir das DLR-System auch im Einsatz künftig und rasch auch zur Verfügung hätten, um damit unsere Arbeit effizienter auch zu erledigen.